zu viele Plastikreste. Die Gemeinde verbietet Kompost im grünen Behälter. Zusätzlich zu Lebensmittelresten. Plastiktüten landen auch im grünen Abfall. Die Gemeinde von Oberglatz zieht daher die Reisslinie. Gut, aber besser ohne Plastik. Das war in Oberglatt besonders drastisch. Im Kompost gab es zu viel Plastik, jetzt müssen Lebensmittelrückstände und Küchenabfälle im Müll entsorgt werden. Urs Jaudas Plastik in grünem Abfall ist seit Jahren ein grossungewöhnliches Verbot. Budgetabfälle und Lebensmittelreste dürfen nicht mehr in die grüne Sammlung hinzugefügt werden. In der Zukunft wird es nur für Gartenabfälle bestimmt.